Metal-Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Another Brick in the Mall. Ich wollte gerade schon Drakensang sagen, aber wir sind gerade nicht in Drakensang. Ja, wir haben jetzt heute eröffnet und es läuft ganz gut. Auch wenn wir, ja, sehr, wenn wir hinten dran sind. Also die Parkplätze sind noch nicht fertig. Und generell, das ist noch alles ziemlich, ja, naja, noch nicht fertig, ne? Und die Kassen sind voll, das heißt, wir brauchen mehr Mitarbeiter. Aber es läuft ja schon mal ganz gut. Wir haben gestern auch die ganzen Preise und so weiter eingeteilt. Von dem her, ja, es sollte jetzt so langsam laufen. So, und wir machen jetzt auch 24/7 auf, weil wir es können. Und dann brauchen wir hier nochmal so ein paar Stündchen lang. Ja, eine dritte Kassiererin, weil sonst geht das Ganze hier etwas too much ab. Eigentlich müssten jetzt zwei Leute da sein. Dankeschön, dass du da bist. Wieso sind drei Kassierer da? Keine Ahnung, aber habe ich nichts dagegen. Finde ich gut. Da das Brot ist schon abgelaufen von gestern. Was soll's? Ne, ist halt so bei frischem Brot. Da ist das halt normal. So, was ist hier los? 500 Verkäufe. Echt schon. Krass. Eigentlich nicht, aber okay. Habe ich nichts dagegen. Finde ich gut. Nice. Daumen hoch. Finde ich, ja, support ich auf jeden Fall. Übrigens, wenn wir schon bei Support sind, ne? Ich habe jetzt in den letzten Tagen, weil ich sehr inaktiv war, so ein paar Deabos gemacht. Von dem her, Leute, jetzt ist es wichtiger als zuvor. Abonnieren. Abonniert mich, kostet keinen Cent. Und da verpasst ihr dann keine Videos mehr. Von dem her, euch bringt's was, ihr verpasst nichts mehr. Mir bringt's was, der Kanal, ja, bekommt mehr Reichweite. Und jeder ist glücklich, von dem her, einfach abonnieren, ist ein Klick und ich wäre dann sehr glücklich und ja, abonniert einfach. Punkt. Genau. So, hier bitte noch ein paar mehr Parkplätze bauen. Das war noch nicht alles. So. Ja, auch, oder? Ja, komm, wieso nicht? Sieht dann besser aus. Ja, der Laden, der ist doch ganz gut weggekauft. Ich denke, da brauchen wir noch einen Stockclerk für den Tag dann. Ich denke, so um 14 Uhr kann der dann kommen. Ja. Fast gestern haben wir wahrscheinlich noch Verlust gemacht mit dem Laden. Da sind wir so bei Null mit dem Laden, aber insgesamt Verlust, weil die Bauarbeiter und so weiter, die kosten natürlich auch was. Ja, aber so langsam wird's doch. Und da kommen schon wieder die Kunden in den Laden, also die feiern es auf jeden Fall, finde ich gut. Den Kunden gefällt's. Kann mal bitte jemand diesen Müll wegräumen? Ich weiß nicht, wer das macht. Ich glaube, dafür brauchen wir jemand, der putzt. Und da haben wir keinen von dem her. Ich baue hier jetzt mal so ein kleines Häuschen. 5x5 müsste reichen und dann so eine ganz billige Tür. Welche ist denn die billigste? Die hier. Und die dahin. Ja, und dann zeige ich euch, was ich da vorhab. Und zwar wird dann das Häuschen abgerissen. Und dann sind hier die ganzen Leute. Das macht nämlich mehr Sinn. Nice. So, das hier. Bam. So, dann brauchen wir hier mal eine Putze. Und zwar holen wir den Jason, der kann hier mal putzen. Jeden Tag 8 Stunden. Ab 9 Uhr passt. Und dann kann noch jemand hier bauen. Du hier kommst bitte immer um 0. Du kommst immer um 8. Und um 16 Uhr kommt dann immer der Iron. Passt, okay. Dann haben wir das jetzt eingeteilt und dann kann das da oben eigentlich weg. So.
Gut, dann haben wir das jetzt auch gemacht. Dann müssten die Bauarbeiter jetzt eigentlich auch schneller hier das Ganze erreichen können und nicht immer weiter nach oben laufen. Finde ich gut, gefällt mir. Denn hier ist schon der erste Schmutz und ich möchte in meinem hochwertigen Discounter keinen Schmutz. Gestern haben wir wieder Verlust gemacht, scheiße. Mist, nicht gut, finde ich nicht okay. Wann verkaufen wir dann das meiste? So um 17, 18 Uhr und am wenigsten, ja, um, ja, so am Morgen. Wer hätte es gedacht? Eigentlich sollte nur einer da sein, aber wenn jemand freiwillig Überstunden macht, wieso nicht? Da sage ich nichts dagegen. Habt ihr da jetzt das Zeug da? Ja, das ist weg. Okay. Dann bin ich zufrieden mit der Leistung meiner Bauarbeiter. Wir können eigentlich den Parkplatz hier auch da oben anschließen. Dann muss das hier aber nochmal weg. Moment. Das hier. Dann kommt hier so eine Straße hin. Dann wird das einfach angeschlossen. Und dann haben die keinen so weiten Weg und können blitzschnell hier parken. Finde ich gut. So. Ganz easy. Und hier geht's schon wieder ganz gut ab, auf jeden Fall. So muss das sein. Finde ich gut. Da sind wir jetzt das Money am Maken, like a Money Maker. Und ja, das habe ich schon wochenlang nicht mehr gesagt, ne? Money Maken, like a Money Maker. Der Insider überhaupt auf dem Kanal. Die Kassen sind voll. Ich sehe es. Ja, das heißt, jetzt sollten wir eigentlich wirklich das Money am Maken sein, like a Money Maker. Und das sage ich jetzt bestimmt alle 5 Sekunden, weil Money Making like a Money Maker ist cool. Es ist cool, wenn jemand das Money am Making ist like a Money Maker. Und das bin ich ja gerade, auch im Real Life, ganz klar. Ne, mit meinen YouTube-Klicks, da verdiene ich mehr als Bill Gates. Ganz klar. Meine, wie viele Klicks mache ich im Monat? Ja, 3 bis 4.000, ne, ist verschieden. Wenn ich nichts hochlade, 1.000 und wenn ich regelmäßig was hochlade, 3 bis 4.000, manchmal auch 5.000 dann, was eigentlich ziemlich gut ist im Vergleich zu meinen Abonnenten. Das heißt, ihr seid ziemlich aktiv, finde ich gut. Ja, das heißt, da bin ich auf jeden Fall 3, 4 Euro würde ich theoretisch verdienen, wenn ich Werbung schalten würde. Und da bin ich natürlich reich, aber ich schalte keine Werbung. Das heißt, ich verdiene mit YouTuber eigentlich gar nichts. Kein Sense. Ziemlich deprimierend, aber was soll's. So ist das halt. Und wieso lief der Tag jetzt so schlecht? Ey, wir haben doch voll viel verkauft. Ja, okay, dann. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Kassen. Dann sollte das eigentlich. Huch, dann sollte das eigentlich gehen. Das heißt, hier kommen halt so ein paar Kassen dazu. Dann schauen wir mal. So. Nochmal drei zusätzliche schöne Kassen. Und dann nochmal ein Kassierer. Der, ja, wann kommt der? Oder die? So um 10. So. Passt. Ich finde es schade, dass man die Kamera jetzt nicht drehen kann. Das hätte was, aber naja. Kann man ja in ähnlichen Spielen wie zum Beispiel Prison Architect, was ja sehr ähnlich aussieht, da kann man die Kamera leider auch nicht drehen. Finde ich aber cool. Alter, was ist denn hier los? Ist ja lauter als auf der Autobahn. Oh Gott, zum Glück haben wir keine Nachbarn, sonst würden die sich beschweren. Ey, da brauchst du nicht putzen, ne? Hast du immerhin den Müll raus. Ja, okay. Den Müll hat er rausgebracht. Sehr vorbildlich. Und hier ist auch kein Schmutz, dann darfst du da putzen. Ist okay.
Dann beschwere ich mich da nicht. So, was erforschen wir denn gerade? Wir erforschen das Kältezeug. Finde ich nice. Dadurch bekommen wir dann frische Früchte, frisches Obst. Das können wir dann, glaube ich, auf den Tisch drauf machen, aber ich glaube auch ins Tiefkühlregal. Wir machen es einfach mal ins Tiefkühlregal, weil wir es können. Und dann haben wir noch frisches Fleisch, frischen Fisch, Zungenbrecher, Milch und Dairy. Was ist das? Ich glaube Butter, oder? Moment. Da schaue ich jetzt mal wieder live. Molkerei, wow, tolle Übersetzung. Also so Molkereiprodukte heißt Butter, Käse und so ein Zeug, denke ich. Oh, Dairy. falscher Knopf. Oh, shit. Nee, Spaß, das war mir jetzt mit Absicht gemacht, weil ich was Lustiges machen wollte. Schreibt mal in die Kommentare, ob das lustig war. Und wenn ja, auch liken bitte. Und abonnieren und favorisieren und teilen und euren Freunden empfehlen und so weiter. Ich habe ja mal in den Analytics gesehen, also den YouTube-Statistiken, dass vor kurzem jemand ein Video von mir, ich glaube sogar ein Another Brick in the Mall Video, über WhatsApp geteilt habe. Da muss ich mich fragen, welcher Typ teilt ein Let's Play von einem unbekannten Typen, der Another Brick in the Mall spielt, auf WhatsApp mit einem Kumpel? Also ich habe nichts dagegen, ne? Wenn du gerade zuschaust, ich liebe dich, ich möchte mich mit dir fortpflanzen, aber wieso? ja, keine Ahnung. Aber hey, ich beschwere mich da nicht. Ich habe mich nur gewundert. Weil meistens, wenn man schon ein Video über WhatsApp teilt, dann halt irgendwie so, ja, lustige 5 Sekunden lange Videos, ne? Oder keine Ahnung, so ein Zeug halt. So Fail-Compilations oder wie das Zeug heißt, so ein Zeug halt, aber auch kein Let's Play von einem Typen, der Another Brick in the Mall zockt. Aber hey, ich beschwere mich nicht, ne? Ihr könnt gerne meine Videos mit jedem Menschen, den ihr kennt, teilen. Finde ich gut. Finde ich gut. Und was ich noch besser fände, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei sein würdet, von dem her. Bis zum nächsten Mal. Liken, abonnieren, favorisieren, kommentieren, teilen nicht vergessen. Und ciao.